Wieso sollte eine Jury einen Preis verleihen für eine Plattform, von der sie selbst aus Altersgründen rausgeschmissen würde? Entweder zeugt das von Masochismus und fehlendem Opportunismus seitens der Jury, oder aber es ist der Beweis dafür, dass die erfrischend sinnvolle Idee hinter der Teenage Internet Work Convention belohnt und gefördert gehört. Auf der TinCon haben Jugendliche zwischen 13 und 21 Jahren oder schockierender ausgedrückt für alle alten Säcke hier im Raum, das sind Menschen, die zwischen 1998 und 2006 geboren wurden. Diese Leute können schon sprechen und man kann argumentieren mit ihnen. Es ist verblüffend. Dort haben Jugendliche die Möglichkeit, sich auszutauschen und Verbindungen innerhalb und außerhalb ihrer Köpfe zu knüpfen. Und jetzt noch ein letzter von mir an die jugendanbietender Satz für die Kids an den digitalen Touchpads zu Hause. Ich weiß, wie ihr tickt. Grumpy Cat mag zwar tot sein, aber die deutsche Jugend ist es noch lange nicht. Herzlichen Glückwunsch. Die Jury begründet ihre Entscheidung wie folgt. Tanja und Johnny Häusler haben den Nachwuchs mit diesem Projekt erfolgreich in den öffentlichen Raum gestellt und so Konzept und Ereignis selbst zur publizistischen Plattform gemacht. Die Jury honoriert die TinCon als ein überfälliges Schaufenster für die alles entscheidende Perspektive der Jugendlichen. Oder, ich glaube, übersetzt an alle Jugendlichen, die da mitgemacht haben, nicer Scheiß, macht weiter so. Tanja und Johnny, kommt bitte auf die Bühne und bringt mit Scheherazade Becker und Mariella Hettich. Hi, Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Geh ruhig durch. Glückwunsch. Glückwunsch. Kommt alle einen Schritt nach vorne gerne. Wer möchte das haben, kann es hochschmeißen und hier vorne. Komm ruhig zu mir, Johnny. Welche Lücke schließt TinCon? Wir haben vor 5 Jahren angefangen mit der TinCon, weil wir festgestellt haben, auf YouTube, im Internet, in diesen ganzen digitalen Medien passiert so viel tolles Zeug. Mhm. Wir reden ja immer darüber, alles Vor- und Nachteile, aber so ist das ja in der Presse auch. Es gibt ja schließlich auch sowas wie die Bild-Zeitung. Also es gibt auch da übelstes Zeug, genauso wie im Internet. Aber wir haben gedacht, es gibt aber keine Plattform dafür, wo sich diese jungen Menschen, sowohl Akteure als auch die Konsumentinnen und Konsumenten, mal austauschen können. Und das hat so toll funktioniert vor 4 Jahren bei der ersten TinCon in Berlin, dass wir gedacht haben, wir müssen das weitermachen. Und jetzt gehen wir ins 5. Jahr, sind in 5 Städten, glaube ich, inzwischen in Deutschland und freuen uns. Sag noch mal ganz kurz, welche Städte für die jetzt gerade Berlin, zu gucken und Bock haben. Hamburg, Düsseldorf waren wir dieses Jahr, dann kommt wahrscheinlich München dazu und irgendeine andere schöne Stadt. Wir müssen mal über Köln reden, glaube ich. Wir müssen mal über Köln reden. Tanja, eine Frage, ich komme mal kurz zu dir rüber. Ist wurscht. Wie entsteht das Programm? Mariella. Nee, Mariella ist gar nicht mehr so richtig dabei. Wir fangen immer an. Anfang des Jahres haben wir so einen Workshop. Da kommen 30, 40 Jugendliche zusammen und schmeißen einfach ihre Themen in den Raum. Und dann wird abgestimmt, was ist das Wichtigste, wie wollen wir das abbilden, welches Format, welche Leute sollen dafür sprechen. Und so wird immer weiter ausgedünnt und am Ende hat man ein Programm und dann müssen wir eigentlich nichts mehr machen. Und die kriegen keinen Cent dafür. Aber Mariella war mal mit dabei. Ja. Gib mal das Mikro rüber. Was war denn für dich das Highlight? Von was jetzt? Als du dabei warst, bei der TinCon. Ja, genau. Ich war ein Jahr lang da und habe ein freiwilliges Jahr gemacht und auf jeden Fall die Veranstaltung mit Jugendlichen. Welche ist dir da so im Kopf geblieben? Also was macht ihr konkret? Was habt ihr konkret gemacht? Genau, wir machen so Festivals für Jugendliche, wo Menschen herkommen und erzählen und vor allem junge Menschen über ihre Themen reden können. Sehr schön. Eine tolle Sache. Sag, du machst ja schon. Nur weil ich einen schönen Wurm sehe. Ich hole das sonst nicht raus, aber da Sie gerade da sind, freut mich sehr. Ich muss das immer einmal sagen, weil ich mit so viel cleveren jungen Leuten zusammenarbeite und gerade jetzt ist die Politik so wahnsinnig scharf drauf, mit Jugendlichen zu sprechen und fragt immer, wie macht man das? Und Sie wissen vielleicht, ich habe bei der Europawahl gesehen, wie das Unverhältnis zwischen den jüngeren Wählergruppen und den älteren ist. So, wenn Sie mit Jugendlichen sprechen wollen, vielleicht geben Sie ihnen erst einmal eine Stimme. Das wäre mein Wunsch. Vielen Dank an die Gewinner. Ein Foto noch mit Hazel, bitte zusammen.
Kommt alle zusammen, alle nach vorne, einen Schritt nach vorne, nach vorne, nach vorne, alle zusammen. Herzlichen Glückwunsch an die TinCon. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. 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 Danke, danke, danke. Ja, wenn du gehen willst, gehst du. Okay.